Hallihallo, ihr lieben Leute von heute und herzlich willkommen zurück zu Spiele, die ich gut finde, aber niemals Let's Playen werde und damit auch zurück zu Apes Odyssey. Schauen wir uns das hier im neuen Gebiet mal um. Ach du Scheiße. Das war so auch nicht geplant, um ehrlich zu sein. Ich wusste, dass ich stehen bleiben muss. Der war dann irgendwie nur schneller bei mir, als ich gedacht hätte. Das war jetzt einfach nur Fail, aber wirklich. Nicht mal Epic-Fail, es war einfach nur Fail. Was? Warum hast du den denn jetzt gekillt? Du scheiß Scrap. Was? 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 Ach, come on. Das war fast gut. Kann ich die durch Chanten nicht auch übernehmen? Fragezeichen. Dann kann ich den ja killen wahrscheinlich durch Chanten auch oder sowas. Muss ich ausprobieren. Aber hier sind ja... Nee, ist nicht. Lauf! Ach ja, stimmt, die haben dann irgendwie Schmerzen durchs Chanten, ne? Genau, die haben definitiv Schmerzen, aber ich kann sie nicht übernehmen. Aber ich habe den anderen gerettet. Ich musste einfach nur schnell genug sein. Manchmal geht er noch so einen Schritt weiter, als mir lieb ist, ehrlich gesagt. Ups. Nein! Ach Mann! Ach Scheiße! Versteht ihr, warum ich dieses Spiel nicht Let's Playen möchte? Warum ich es nicht so ganz doll mag? Ich denke schon. Endlich. Gesprungen. Ich will die Viecher einfach nur töten. Verarbeite sie weiter zu Keksen. Ich mag sie nicht. Ich versuche gleich mal zu speichern, um zu gucken, ob das was bringt. Okay, das war ein bisschen knapp, aber es hat geklappt. Ah, da unten ist ja auch eine Tür. Speichern. Vielleicht schaffe ich das ja sonst aber auch normal. Kann ich da hinten überhaupt hinspringen? Okay. Ja, ich komme weiter auf jeden Fall. Aber ich glaube, hier komme ich nicht unbedingt zwangsläufig weiter, oder? Ich meine, ich wüsste nicht wie. Ja, ja, du bist ganz wild auf mich und willst mich fressen, ich weiß, aber... Hier bei diesen Käfigen kann ich, glaube ich, auch wirklich nichts machen. Ich meine, der kann auch nur bis da vorne. Und das wäre zu hoch, um da hinzuspringen. Ich glaube, ich kann da so jetzt hier... Scheiße. Ich glaube, ich kann da jetzt so nichts machen. Bitte, lass den Speicherstand existieren, den ich eben gemacht habe. Bitte. Nein, natürlich nicht. Scheiß Checkpoints. Wahrscheinlich nenne ich das auch so. Scheiß Checkpoints oder so. Lauf weg, kleiner Mann! Dass der überhaupt da gewesen ist und so lange überlebt hat, wundert mich ja. Wow, das war knapp. Hm.
Okay. Der hat mich nicht gesehen, weil ich im Schatten war. Und jetzt bin ich hier hinten. Wie geil ist das denn, bitteschön? Okay. Nice. Wow. Hier ist ein Vogelportal, aber warum? Kann ich selber dadurch? Nee. Das ist jetzt einfach... Ich möchte selber bitte da durch. Ah, geht doch! Es geht doch! Warum ist das denn eben nicht sofort gegangen? Schätzelein. Ah! What the fuck? Wie hätte ich das denn machen sollen? Wie? Ich glaube, ich versuche einfach auf dem normalen Weg weiterzukommen. Ich meine, das war ja auch außerdem ganz klar ein Secret, von daher scheiß drauf! Wie auch immer ich diesen riesigen Sprung da hinten schaffen soll, aber ich versuch's einfach mal. Wie soll ich überhaupt hier wieder lebend rauskommen? Fragezeichen. Ah, okay, so geht das. Es geht eigentlich relativ easy, also. Das sind ja auch wirklich widerliche Viecher, diese komischen krebsähnlichen Viecher. Los, rennen! Ich wollte noch hochspringen. Aber ich glaube, das geht auch so gar nicht. Aber irgendwie muss es ja andererseits gehen. Wie schnell soll man denn da sein, bitteschön? Okay, ich versuch's hier nochmal. Jetzt klappt es sofort. Lustig. Aber da komme ich einfach nur zurück, oder? Ja, aber ich komme dann halt hier zurück. Es bringt mir an sich dementsprechend überhaupt nichts. So bleiben die ja relativ ruhig. Der ist hier jetzt zwar sehr aggro, aber ansonsten... Na komm, lauf. Nein, 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 ah! Warum sind die so scheiße schnell, die Viecher? Ich hasse sie. Scheiß Scraps. Denen nicht vorbeirennen. Ich kann es nicht. Ich kann es einfach nicht. Es geht nicht, auch wenn ich sie vorher quäle. Sie sind unwillig. Ah, ist das alles scheiße hier gerade. Hilfe. Echt, mit dem hier kann ich ja ganz gut verfahren. Die sehen mich, glaube ich, auch nicht, wenn ich im Schatten wirklich bin. Aber ansonsten... Keine Ahnung. Der andere rennt da hinten ja auch rum, wie von der Tarantel gestochen, mal davon abgesehen. Yeah.
kann ich nicht von irgendwo noch eine Bombe haben, ungelogen. Es ist doch scheiße. Ich bin einfach zu schlecht für dieses Spiel. Das ist einfach so. Da, diese eine Stelle. Wirklich, wie soll man da denn runter langkommen? Da ist man doch gar nicht schnell genug für. Der sieht mich doch schließlich auch im Schatten. Das Viech. Und das ist einfach verteufelt schnell. Ich weiß nicht, wie man das machen soll, ungelogen. Aber ziemlich cool, wie hier im Hintergrund diese großen Köpfe sind von den Glarkins, wie die hießen. Aber Leute, ich bin hier wirklich verzweifelt und es ist mir das jetzt nicht wert, in die Lösung zu gucken. Ich meine, ich habe ja eh gesagt, dass ich das nicht let's playen werde, sondern nur ein bisschen zeigen möchte. Und wir hatten wenigstens den Abschnitt verlassen, sind jetzt hier zu diesen Käfigen, Zuchteinrichtungen, Dingens gekommen. Und das reicht ja. Ne? Was? Wieso drehst du dich um? Ich wollte doch einen Versuch gerade machen und hätte er in die richtige Richtung geguckt, anstatt sich umzudrehen, hätte es vielleicht noch geklappt. Okay, warte. Jetzt bin ich doch auf einmal gewillt, es nochmal zu versuchen. Ich muss halt wirklich nur sehr, sehr schnell sein. Ach komm. Ist doch doof, wenn der Part jetzt schon endet. Komm schon, Vampy, you can do it. Ich muss nur an mich selber glauben, dann ist alles möglich. Vielleicht. Hauptsache, dieser Scrap guckt in die andere Richtung und geht dann relativ weit weg auch am besten. Ich brauche nur ein bisschen Zeit. Ja! 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 Oh mein Gott, ich hab's wirklich geschafft! Oh mein Gott! Oh, du gehst ja wirklich bis direkt zu mir. Okay. Hä, Glühwürmchen? Hier Chanten. Diese Lampen werden dich leiten. Okay. Nette Lampen. Ist ja schön, dass ich doch noch ein bisschen weitergekommen bin. Schleiche durch die Schatten. Okay, ich soll durch die Schatten schleichen, alles klar. Dann mache ich das mal. Wie soll ich das denn machen? Weil hier ist doch eine Mine direkt jetzt vor mir. Ja, schleich durch die Schatten und töte dich. Oder was? Nee, ich muss irgendwie... Okay. Oh, der wacht davon nicht auf? Natürlich! Wow! Scheiße. Ich bin gar nicht da. Leg dich wieder hin. Leg dich wieder hin. Überall darf ich nicht chanten. Das ist echt scheiße. Verarsch mich nicht, Spiel. Das ist doch voll schwer. Scheiße. Nein! Nein! Woher sollte ich das denn wissen? Woher? Spiel, verarsch mich nicht. Na, wenigstens fange ich hier wieder an. Das Spiel will mich doch verarschen. Es will mich doch einfach nur verarschen.
Okay, einen Schritt zurück. Hep. 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 Boah, bin ich froh, dass du gerade so doof bist, ey. Tschö. Oh Gott. Okay. Kann ich hier auch lang? Nein. Hier ist eine Wand. Ich könnte die Bombe aktivieren, aber für was sollte ich diese Bombe aktivieren? Das Geräusch, was ich hier höre, ist auf jeden Fall nicht gut. Das zeugt von einem Hund oder sowas. Das könnte nämlich auch wirklich sein, denn es gibt hier so hundeähnliche Viecher. Dann kann es ja sein, dass ich das aktivieren muss, um nicht gefressen zu werden. Muss dann mit Sprung hier hoch. Ich meine, die Bombe wird hier nicht umsonst sein, ne? Schauen wir mal. Aber ich kann damit doch nur einen zerstören. Warum? Ich meine, hier kann ich ja nicht chanten einfach, dann... What should I do here? Ich meine, die sind mir jetzt auch nicht gefolgt schließlich. Wie um alles in der Welt? Wenn ich doch nur chanten könnte, wäre das Leben auch schon so viel leichter. Das ist ein Vogelportal gewesen. Ich glaube, ich muss das doch wieder deaktivieren hier. Okay, dann schaue ich mal. Wahrscheinlich kann ich durch das Vogelportal selber fliehen. Ach, aber ich kann hier ja nicht chanten, um das Vogelportal zu öffnen. Ist das alles eine Scheiße hier? Das Vogelportal nützt mir gar nichts und die Bombe nützt mir aber auch nichts, weil die Idioten mir hier nicht nachlaufen. Ist dann fast schon jetzt so, als ob er seinen Kollegen dazu bewegen wollte, zu warten und mich nicht zu erschießen. Ach, es geht aber trotzdem dann so. Ja, geil. Das ist natürlich dann gut. Ah. Okay, hättest du mich denn gerettet zu chanten? Ja, ist ja gut. What the fuck? Okay. Wie gut, dass ich die Bombe jetzt hier deaktiviert habe. Ich versuch's mal. Nochmal, also besser gesagt. Mal gucken, ob es mir was bringt zu chanten. Ob die mich dann erschießen oder nicht. Was sollte ich denn da machen? Ich meine, da kann ich ja rein theoretisch nichts machen. Von daher... Hilfe! Nein, du sollst... Nein, Abe. Okay, so geht's auch. Warte. Geht weg.
Kannst mir nicht auf die Füße treten, ne? Geh doch mal weg! Wie der Gauner da jetzt wartet! Das war fast gut. Aber nur fast. Ja, das Leben ist so lustig. Oh. Ich meine, es ist auch nur ein Secret, aber beim Hauptweg komme ich ja nicht weiter, deswegen. Ich will hier noch versuchen, ein bisschen Skill zu beweisen, irgendwie. Ich bin weitergekommen auf jeden Fall, als ich sowieso schon angenommen hatte. Warte. Das war auf jeden Fall richtig. Denn sonst kann ich hier ja wirklich nun mal nichts machen. Logischerweise. Aber es ist auch fies, dass manche Sachen wie mit den Granaten, das einem erst später erklärt wird, allgemein hier im Spiel. Ne? Siehst du mich? Wahrscheinlich. Warte. Alter, du Sackgesicht! Ey! Hör auf, meine Kollegen zu schlagen! Kommt ihr klar? Ja, kommt, haut ab! Oder warte mal, geht's hier noch weiter? Nein. Warte. Nein. 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 Aber das Timing der beiden ist auch so scheiße. Ich müsste ja auf die andere Ebene, um einen der beiden übernehmen zu können. Wie soll ich das denn bitte schön machen? Das geht gar nicht. Also ich meine, es muss ja irgendwie gehen, klar, aber... Oh. Spieleentwickler, was habt ihr euch dabei gedacht? Wieso habe ich keine Granaten? Wieso kann ich hier überhaupt nichts machen? Wieso ist das alles einfach gerade so scheiße? Mal ganz ehrlich, wie würdet ihr das Ganze hier gerade lösen? Ich weiß es nämlich echt nicht. Es ist einfach nur scheiße. Oder, wenn die beide da hinten sind, muss ich denen quasi hinterher schleichen. Warte. Ha! Ich bin noch weitergekommen. Ein Wunder. Rette verlorene Seelen. Ja, das habe ich vor. Ich meine, an sich ist das schon stylisch hier mit dem Lagerfeuer auch und sowas, ne? Das ist schon geil. Geht weg, ihr scheiß Fledermäuse. Lasst mich bloß in Ruhe. Lasst mich. Lasst mich. Ich bete die Sterne an. Lasst mich. Ich weiß nicht, ob die eine Gefahr für mich waren oder nicht. Ich konnte da garantiert gerade runter. Frage ist, ob ich das will. Dann wenn die mir schon sagen, rette verlorene Seelen, dann hier sowas, ne? Da ist auf jeden Fall ein kleiner Vorsprung hier unten. What the fuck? Die töten mich instant? Was zur Hölle? Ist ja gar nicht unfair oder so. Dann chante ich nochmal. Ich habe das Gefühl, dass sie davon so ein bisschen weggehen. Dass sie mich instant killen können, ist ja mal mega unfair. Dann lasse ich das da unten auf jeden Fall, diesen Bereich. Ich glaube, die Fledermäuse sind dadurch gestorben. Kann das wohl sein? Nicht dein fucking Ernst, Spiel. Warte. Nein!
Alter, war das knapp. Geht weg, geht weg, geht weg. Geh weg, Fledermaus, geh weg. Komm schon, ja. Jetzt mal schnell. Okay, was steht jetzt hier? Wo du fallende Trümmerteile siehst, kannst du, ja, was denn? Hochklettern. Ach nee, du bist ja so schlau, Spiel. Um Himmels Willen. Okay, dann spielen wir doch noch ein bisschen weiter. Hätte ich echt nicht gedacht. Also, holla die Waldfee. Speichern bringt nur gefühlt irgendwie gar nichts. Es ist wirklich nur dafür da, wenn man irgendwie halt am Tag nicht mehr weiterspielen kann und dann das Spiel ausmacht quasi. Dass man am nächsten Tag dann beim letzten Checkpoint wieder anfangen kann. Ansonsten ist Speichern für den Arsch. Alter Schwede. Okay, ich beende hier den Part erstmal wieder und mal sehen, wie weit wir im nächsten kommen, ob das ein langer oder ein kurzer Part wird. Ich bin jetzt schon auf jeden Fall mit den Nerven am Ende. Aber dass ich dann doch nochmal diese Erfolgserlebnisse habe und weiterkomme, das ist echt interessant. Hilfe. Ich bin mal gespannt, wie gut das bei euch ankommen wird. Halleluja. Bis zum nächsten Part, ihr Lieben. Ciao.